Halli, Hallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Ahead in Time. Ja, du Vogel da oben, was machst du denn? Kann man mit dir reden? Hä, Kürbisse? Vielleicht habe ich einen nahe der blauen Brücke gesehen, vielleicht ist es einer der Kürbisse. Oh scheiße, der eine Kürbis, der steht immer noch über uns. Ah, hier ist der dritte. Immer noch über den Zaun. Also der da oben, den dürfen wir nicht aufheben, weil sonst bombardiert uns der Typ wieder. Zwei fehlen. Hm. Da hat's doch bestimmt dann hier drin auch einen Kürbis, oder? Ich schnapp mal das Garn einfach so. Ah, okay. Aua. Und rausgeschmissen. Hat sie jetzt einen Kürbis oder nicht? Nee, ich bleib mal beim Hexenhut. Oh. Spawnen die immer wieder? Oder habe ich die gerade nicht weggesprengt? Ich spreng die nicht weg. Alles klar. Zwei Kürbisse. Und mit dem Schaffner sollte ich, glaube auch mal reden. Hä? Du suchst nach den Kürbissen? Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich habe nichts gefunden. Nutzlose Eule. Du? Hä, er braucht Kürbisse. Die einzigen, die ich gesehen habe, sind die in seinem Kürbisfeld. Sorry, dass ich dir nicht helfen kann. Ach scheiße, sorry, dass ich dich nicht runterschmeißen kann. Aber da oben liegt noch einer. Das war dann Nummer 4. Aber den hole ich erst gleich. Ah ne, dich haben wir ja schon angequatscht. Schaffner? Hä, wie läuft's voran? Oh, es gibt immer noch ein paar Eulen. Warum versuchst du... Ah, der stimmt. Stimmt, der Hut sagt mir auch, wo... Den habe ich voll vergessen. Wir haben, glaube ich, noch nie wirklich effektiv die Fähigkeit des Basic Huts eingesetzt. Ah, da oben ist der letzte Kürbis, ich habe ihn gesehen. So, flieg! Ja, perfekter Treffer. Da oben. So. Und komm zu uns. Komm zu Papa. Und der eine Kürbis hier. So. Das sind alle. Oh, okay, cool. Danke. Wenn du nochmal Kürbisse brauchst, dann sag Bescheid. So, da hinten braucht noch jemand Hilfe. Du da? Oh nein, was soll ich tun? Ich habe beim großen Spiel mitgemacht und habe aus Versehen meinen Ball ins Krähennest geschleudert. Der Besitzer mag es nicht, wenn Leute mit seinen Krähen rumdingsen. Ich wollte mich reinschleichen, aber ich bin aber nicht cool genug. Könntest du mir den Ball zurückholen? Ja, und der ist dann wahrscheinlich da. Und wo genau? Ah! Er hat uns entdeckt. Oh scheiße, noch ein Leben. Na gut, dann verrecken wir halt gleich. Was stimmt mit deinem Dings nicht? Hä? Warte, wo soll denn der Ball sein? Hä? Also erstmal würde ich euch gern wegsprengen. Geht nicht. Hä, wo soll denn der Ball sein? Und die sind unsterblich, na klasse. Hä, wo denn? Sagt uns der Hut was? Nee. Wenn du von Crow's Pen. Das ist doch das Teil hier drüben, oder? Aber ich sehe keinen Ball. Wir können uns ja von oben runterstürzen. Ja, ich seh echt. Kein Ball. Hä? Ach, da. Doch, jetzt sehe ich ihn. So, tschüss. Ha! Oh Gott. Hier, dein Ball. Oh ja, du hast ihn gefunden. Oh, danke für deine Hilfe. So, wer braucht jetzt noch? Jetzt müssen wir zum Schaffner, oder? Warte. Oder gibt es noch jemanden, eine arme Seele, der wir helfen müssen? Ne, ich glaube, das zeigt zum Schaffner. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass es zum Schaffner zeigt. Oh yeah. Okay, genau wie ich es davor schon geübt habe. Hallo, Lassie. Ja, mit A-S-S-I-E. Willkommen in DJ Grooves.
Nun, was glaubst du? Ich habe diesen Ort genau nach deinem Vorschlag benannt. Ich konnte mir nichts Besseres einfallen lassen. Also, nun, da du allen Eulen geholfen hast, danke, Lassie, ist, ja, hier, nimm diese nutzlose Filmrequisite. Wenn sie nur so nutzlos ist, hättest du uns gleich geben können, du Arsch. Nee, war aber ein ziemlich cooler Mod wieder. So, ein schön begrenztes Gebiet. Mit verschiedenen Aufgaben. Doch, das war ganz cool. Jo. Auf zum Raumschiff und dann zum nächsten Mod. So, willkommen zurück. Wir spielen Plattform Panic. Oh ja, wir spielen Plattform Panic. Die anderen Mods sind, glaube ich, viel zu groß. Ja, Spiel. Willst du laden? Oder nicht? Spiel? Bitte? Bitte spiel? Okay, es will nicht laden. So ganz langsam, warte. Da bewegen sich Millimeter. Okay, das war schon größere Stückchen. Ey, man muss da echt was bei den Ladezeiten von den Mods machen. Ja, einfach kurz bisschen Geduld. Das dauert echt zu lang. Ja. Und wie geht's so? Wie war der Tag? Ja. Hoffentlich wird Plattform Panic jetzt nicht so eine Scheiße sein wie bei diesen Kreissägen in A Dream Across Time. Oh Gott. Die haben echt eine Kack-Hitbox gehabt, ganz ehrlich. So, Spiel willst du laden? Spiel? Spiel? Wow, da passiert einfach nichts. Super, also... Dieser Part ist 50% Let's Play und 50% Ladebildschirm. Aha. Alles wackelt. Gut, der klappt nicht. Ach, ich hab Zeit. Wenn es zu lang geladen ist, dann kann ich das einfach raus. Error. Okay. Perfekt. Okay, nee, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hänsel Peter. Ciao.